Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen Infovideo. Ja Leute, für die neue Bundesliga-Saison gibt es wieder ein Kick-Tipp-Tippspiel. Ja, das war ja so die letzten Jahre immer ein bisschen klein. Wir waren so 10 Leute oder sowas. Das lief auch noch unter meinem alten Namen, Zagos Quatsch. Ich habe jetzt ein neues erstellt unter dem Namen Red Munich. Und ja, das zeige ich euch einmal ganz kurz. Oh, ja, ist gar nicht hell, ne Leute, ich weiß. Also, Kick-Tipp. Dann einfach Red Munich eingeben, ist aber auch der erste Link in der Videobeschreibung, klickt einfach drauf. Dann könnt ihr euch einfach anmelden, Kicktipp sollte jeder kennen. Ein paar haben sich auch schon angemeldet, wie man sieht. Ja, meldet euch einfach an. Es gibt wie immer für die ersten drei eine Kleinigkeit. Erst Platz 1, 25 Euro Amazon-Gutschein, zweiter Platz 15, dritter Platz 10 Euro Amazon-Gutschein. Natürlich ist hier jeder eingeladen. Wir haben ja schon gesehen, hier war auch ein Aachener, ein Bommellöwe und so weiter und so fort. Hier ist jeder eingeladen. Wichtig zu sagen ist, nehmt eine richtige E-Mail-Adresse, weil der Gutschein, wenn ihr unter die ersten drei sein solltet, geht natürlich an die E-Mail-Adresse, die hinterlegt ist. Ansonsten ist zu sagen, es gibt natürlich ein Forum. Ihr könnt auch Leute privat direkt anschreiben. Sollten da irgendwelche Leute entgleisen, sich irgendwie scheiße verhalten, werde ich die rausschmeißen und löschen aus der Tipprunde. Ja, die andere Alternative wäre gewesen, ich hätte alles mit Einladungen machen müssen, hättet ihr mich erst anschreiben müssen, eure E-Mail, ich hätte euch eine Einladung schicken müssen, bla und Sülz, das habe ich vorher gehabt, das ist super umständlich. Von daher dieses kurze Video mit der Ansage, wie es laufen wird. Lest euch durch, es ist nichts Wildes, ihr tippt einfach, ja. Kicktipp, Bundesliga-Tippspiel sollte jeder kennen, brauche ich nicht noch groß erwähnen. Was ich noch erwähnen kann, ist Bonusfragen. Seht ihr, diese letzten 3, 10 Punkte. Welche Mannschaft stellen spielen am meisten Toren? 5 Punkte, wird Deutscher Meister, 10 Punkte, wird Herbstmeister, 5 Punkte, findet der erste Trainerwechsel statt, 5 Punkte. Und ansonsten haben wir für ein richtiges Ergebnis 5 Punkte. Für die Tendenz 3, für die Tendenz 2, für die Tordifferenz 3. Ja, das sind die. Jetzt mal hier die Überstrahlung wegmachen. Das sind die Punkteregeln. Ne? Ich freue mich auf rege Teilnahme. Wir gucken mal, wie viele es werden. Und wie sich der Kanal so hier entwickelt. Da sollte der ein oder andere Euro vielleicht hier reinkommen und wir werden ein paar mehr werden. Werde ich vielleicht auch noch ein bisschen die Preise anpassen, dass vielleicht die ersten 5 oder so irgendwie was bekommen. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt, was da ist, den Fuffi habe ich jede Saison rausgehauen. Wo ich noch keinerlei Einnahmen mit diesem Kanal hatte. Und ja, in diesem Sinne, ich freue mich drauf auf die neue Saison. Bin gespannt auch auf die Tipps. Und in erster Linie geht es eben um Ehre, Leute. Ja, alles andere ist zweitrangig. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch an. Ich freue mich drüber. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.